Deutschland ist kein Einwanderungsland. Das sagte 1991 Helmut Kohl. Der Streit also darüber, ob Deutschland Zuwanderer will und wenn ja, wie viele es verträgt, ist sehr alt. Es könnte sein, dass er jetzt zu einer Lösung kommt, denn die neue Regierung, die Jamaika-Koalition, plant ein Gesetz. Eine der Fragen ist, kommen dann mehr oder weniger Menschen zu uns? Das Thema bei Sandra Maischberger. Ausländer rein. Was bringt ein Einwanderungsgesetz? Unsere Gäste. Renan Demirkan, die Schauspielerin und Bestsellerautorin, sagt, Deutschland muss dringend bekennen, wir sind ein Einwanderungsland. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach glaubt, ein Einwanderungsgesetz sei überflüssig. Er fürchtet dadurch mehr Zuwanderung. Volker Beck, der grüne Bundestagsabgeordnete, will schon seit Jahrzehnten ein solches Gesetz. Ich halte es für zwingend, dass man die Menschen nach ihrer Eignung für den Arbeitsmarkt auswählt. Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, wir müssen mit einem solchen Gesetz sortieren, wer nach Deutschland kommt. Rüd Koopmans, der Migrationsforscher, warnt vor möglichen kulturellen Problemen. Nicht jede Zuwanderung ist gut für das Land. Und später in der Sendung Alan Ezzat, der syrische Pädagoge, floh im Herbst 2015 nach Deutschland. Seine Frau und sein zweijähriger Sohn blieben in Syrien. Der Familiennachzug wird ihm verweigert. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung an diesem Tag 1 der Koalitionsverhandlungen. Wer weiß, was am Ende steht, aber erst einmal Renan, berühmte Schauspielerin, Bestsellerautorin und eine derjenigen, die schon eigentlich seit Jahrzehnten, kann man sagen, fordert, dass wir die Einwanderung mit einem Gesetz regeln müssen in Deutschland. Wie glücklich sind Sie, dass das jetzt offensichtlich angegangen wird? Es ist höchste Zeit. Ich meine, wenn ihr euch zusammensetzt und das auf den Weg bringt, und zwar so, dass es für die Menschen ist und dass die Menschen, wenn sie hierher kommen, tatsächlich auch einen Platz finden und ein Stück Heimat für sich selbst gestalten können, angenommen werden, in Kommunikation treten und nicht an den Rand geschoben werden, sondern Menschen, die man dann holt, bewusst in der Mitte der Gesellschaft auch verorten kann. Wenn das also ein Einwanderungsgesetz ist, die Menschen willkommen heißt und ihnen einen Platz in der Gesellschaft zuweist, da freue ich mich, dass das endlich gelingen möge. Noch ist es Inshallah, sage ich da. Noch ist es nicht so weit. Herr Bosbach und Herr Beck haben politisch nicht sehr viel gemeinsam, aber eines doch, sie sitzen genauso lange im Bundestag. 94 reingekommen, jetzt beide kurz davor, dem Bundestag nicht mehr anzugehören. Am 23. Oktober ist Schluss. Wie oft haben Sie über die Zuwanderungsfrage gestritten und waren das eher Glaubenskriege als politische Streits? Herr Bosbach? Das war eines der wichtigen Themen über all die 23 Jahre hinweg, aus zum Teil unterschiedlichen Gründen. Mal ging es um Zuwanderungstatbestände, mal um Ausweisungstatbestände. 2005 für mich ganz wichtig, Einführung der bundesweiten Sprach- und Integrationskurse. Im Übrigen waren oft die öffentlichen Auseinandersetzungen viel härter als die überwiegend sehr sachlichen Auseinandersetzungen im Fachausschuss selber, denn da geht es nicht um Krawall, sondern da geht es um Kenntnis. Da muss man schon Detailkenntnis haben von dem, was geregelt ist und was anders geregelt werden soll. Klingt nach großer Harmonie. Ganz so harmonisch war es nicht, weil wir haben uns ja nicht nur im Ausschuss darüber unterhalten, sondern 2004 gefühlt fast ein halbes Jahr im Vermittlungsausschuss. Und da hatten wir eigentlich schon mal das aufgeschrieben, worüber wir jetzt wieder reden wollen, nämlich ein Punktesystem, das klärt, nach welchen Kriterien Einwanderer nach Deutschland kommen können, die wir für den Arbeitsmarkt brauchen. Damals hat die CDU gesagt, dieses neue Aufenthaltsgesetz, das Zuwanderungsgesetz, wie das damals hieß, kommt nicht hier raus und ins Gesetzblatt, wenn ihr das drin lasst. Und da hat dann Wolfgang an diesem Punkt sich durchgesetzt mit seinen Mann, weil wir das ganze Gesetz nicht gefährden wollten. Da ging es um viele andere wichtige Fragen im Flüchtlingsrecht und dergleichen, die wir retten wollen, die wir dann auch gerettet haben. Aber diese Modernisierung haben wir damals nicht geschafft. Übrigens, die Grünen haben 1997 das erste Mal einen Vorschlag dazu gemacht. So lange geht die Diskussion, 25 Jahre. Angefangen hat sie tatsächlich, und deswegen wollen wir einen ganz kurzen Rückblick machen, bei eben einem ziemlich apodiktischen Satz und einer Wirklichkeit, die eigentlich die politischen Worte längst schon überholt hatte. Ist Deutschland ein Einwanderungsland? 1964. Deutschland begrüßt begeistert den millionsten Gastarbeiter bei seiner Ankunft.
Die Wirtschaft boomt. In Sonderzügen kommen dringend gesuchte Arbeitskräfte aus ganz Südeuropa und der Türkei nach Deutschland. 1973 leben bereits 2,6 Millionen ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. Aus Gastarbeitern, die der deutschen Wirtschaft nur vorübergehend helfen sollten, sind Einwanderer geworden, die bleiben wollten. Viele Politiker wollten davon nichts wissen. Es ist auch wahr, dass wir die jetzige vorhandene Zahl der Türken in der Bundesrepublik nicht halten können, dass das unser Sozialsystem, die allgemeine Arbeitsmarktlage nicht hergibt. Wir müssen jetzt sehr rasch vernünftige, menschlich, sozial gerechte Schritte einleiten, um hier eine Rückführung zu ermöglichen. Doch die Zuwanderung hält weiter an und Deutschland wird immer internationaler. Mittlerweile leben 18,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Belegt diese Zahl, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland ist. Frau Demeckern, wenn Helmut Kohl davon gesprochen hat, dass man die Türken rückführen muss, haben Sie das persönlich eigentlich genommen? Ich habe Herrn Kohl alles persönlich genommen. Ich habe ihm persönlich genommen, dass er nicht mal sein Beileid ausgesprochen hat, als 5 Frauen wie Papier verbrannt sind, von Rassisten angezündet, weil er gesagt hat, er mache keinen Beileidstourismus. Ich habe ihm ganz vieles, auch sein Blackout, ich habe ihm ganz vieles übel genommen. Aber dieses, dass er in Deutschland so etwas geschaffen hat wie wir hier und die da, diesen Graben immer weiter ausgebreitet hat, immer mit neuen Argumenten, warum der Orient hier nicht nach Deutschland reinpasst oder nach Europa. Das ist eine alte Tradition. Und lieber Herr Bosbach, ich bin ja ein ganz großer Sympathisant von Ihnen, das wissen Sie. Aber der ist auch in der CDU wohl auch etwas in den letzten Jahren passiert. Herr Blank fing an als Adenauers Arbeitsminister, der gesagt hat, ich mache dieses Abkommen nicht, ich unterzeichne das nicht, weil die Orientalen, die Türken, passen nicht in unseren Kulturkreis. Das war 1961. Er hat es verweigert, dieses Anwerbeabkommen mit der Türkei zu unterzeichnen. Und erst auf Druck der NATO, der Amerikaner, die Türkei hier an Europa anzuschließen, hat das Außenministerium diesen Vertrag, den Anwerbevertrag, unterzeichnet. Und dann aber, das erste Mal in der Geschichte des Anwerbeabkommens überhaupt, für 2 Jahre, das erste Mal war es limitiert. Weil es ein islamisches Land war, es wurde mit Marokko genauso, mit Tunesien genauso auf 2 Jahre limitiert. Und was wir jetzt im Bericht sahen, dass das plötzlich nicht mehr zurückging, weil sie hier geblieben sind. Liebe Leute, es muss noch mal ganz klar sein, dieses Rotationsprinzip, das damals im Anwerbeabkommen zwischen Unternehmen, zwischen der Wirtschaft und den Politikern, also in Istanbul, Ankara und auch hier in Bonn gemacht wurde, war, dass die nach 2 Jahren zurückgehen. Und dann kommen neue. Genau. Und das wollte die Wirtschaft bereits nach 1,5 Jahren nicht, weil sie hatte die Menschen angelernt. Sie hatte ihnen Deutschunterricht beigebracht. Sie waren endlich Fachkräfte, die sie brauchten im Bergbau, beim Autobau, in der Gastronomie und wo oft im Straßenbau. Und so, dass die Wirtschaft gesagt hat, wir wollen sie nicht zurückschicken. Ja. Wir wollen das Rotationsprinzip nicht. Also es war nicht so, als wären die, hätten die Menschen, die hier arbeiten wollen, Deutschland besetzt. Also, so kam das rüber. Lange Rede, kurze Frage an Herrn Bosbach. War es ein Fehler, dass die Union so lange gemauert hat bei der Frage, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Denn sonst hätte man ja vielleicht schon längst. Frau Maischberger, es ist eine sehr verkrampfte Diskussion. Wann ist ein Land ein Einwanderungsland? Gute Frage. Wenn man sagt, ein Land ist ein Einwanderungsland, wenn es Einwanderung gibt, dann dürften alle Länder der Welt Einwanderungsländer sein, vielleicht außer Nordkorea und dem Vatikan. Wem wäre damit geholfen? Oder man sagt, ein Land ist ein Einwanderungsland, wenn es sich gezielt um Zuwanderung bemüht. Mhm. Dann sind wir seit Anfang 1972 kein Einwanderungsland mehr bei dieser formalen Betrachtung. Der Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehmer wurde nicht von einer reaktionären CDU-Regierung erlassen, sondern vom Bundeskanzler Willy Brandt in der sozialliberalen Koalition. Zu einem Zeitpunkt, da lag die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 1,2%. Und die Ausländerarbeitslosenquote bei 0,8%. Da hat Willy Brandt gesagt, wir müssen sehen, wo Vernunft und Verantwortung Halt gebieten. Mhm. Und Weil hat Frau Demeckern völlig richtig beschrieben, die Wirtschaft aber immer weiter nach Fachkräften aus dem Ausland gerufen hat, gab es dann immer neue Ausnahmetatbestände. Wenn Sie mir den Satz noch gestatten, wir haben ja ein Recht, das die Einwanderung im Detail regelt. Das nennen wir nur nicht Einwanderungsgesetz, sondern Aufenthaltsgesetz.
Gesetz zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung, mit einer Fülle von Tatbeständen, wer unter welchen Voraussetzungen nach Deutschland kommen darf, zugegeben, sehr kompliziert. Aber wir sollten nicht so tun, als wenn wir einen gesetzlosen Zustand hätten. Das nicht, aber die Frage ist ja, die hierher gekommen sind, unter anderem ihre Eltern, haben die gedacht, dass sie immer kommen? Sie sind hierher gekommen, da waren sie 1962, haben ihre Eltern damals gedacht, wir bleiben hier für immer. Haben die das Gefühl gehabt, die wollen uns für immer? War das überhaupt eine Frage? Das ist ja auch bei den Migranten nicht immer einheitlich. Also zu glauben, da kommen Menschen und die haben das ähnliche und das gleiche Gefühl und dieselben Absichten für immer und ewig, das stimmt nicht. Selbst die Absichten der Menschen, die hierher kommen, verändern sich. Wie war das denn bei Ihren Eltern? Bei meinem Vater war das so, der wollte hierher kommen. Mein Vater ist Ingenieur, Hoch- und Tiefbauingenieur, Statiker. Und das war 61 in der Türkei, Tohuwabohu. Hier wurden Arbeitsplätze gesucht und er ist durch Europa gereist und ist in Hannover hängen geblieben, weil er gesagt hat, ist Ankara so ähnlich. Und die Menschen sind so höflich wie in Ankara, blieb dort und war ja dann auch bei der Stadt Hannover beim U-Bahn-Bauamt Statiker gewesen und hat das ja mitgebaut. Er kam ohne Rückfahrkarte. Mein Vater kam hierher in dieses Land, der deutschen Geistesgeschichte. Ja. Er liebte es und bis vor 2 Monaten wohnte er auch noch mit seinen 2.500 Büchern deutscher Geistesgeschichte in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Das war sein Land, dass man Beethoven hörte und er quält auch im Moment gerade sämtliche Senioren in dem Heim, wo er jetzt gerade ist, mit Freude schöner Götterfunken. Mein Vater wollte hierher ohne Rückfahrkarte. Meine Mutter ist mit uns gekommen und wollte immer zurück. Und man sah dann zum Schluss auch, wie Menschen sich entwickeln. Mein Vater hat sein Grab hier gekauft, in Hannover. Er lebt aber noch, 93-jährig. Meine Mutter, die verstorben ist, die wollte zurück. Das heißt, innerhalb einer Familie aber gibt es schon so unterschiedliche Sichtweisen. Der eine kommt mit Rückfahrkarte, der andere will immer hier bleiben. Und die Kinder, meine Schwester und ich, wir waren ganz, ganz lange hin und her gerissen. Hätte es denn geholfen, wenn zum Beispiel ein Bundeskanzler damals gesagt hätte, Deutschland ist ein Anwanderer? Hätte Ihnen das geholfen? Hier aufwachsen? Hätte es insofern geholfen, dass ich nicht, wenn mich jemand geschimpft hätte, geh doch zurück, was einige gemacht haben. Ich habe Wirtschaftsabitur gemacht und da hatten wir so einen Idioten da sitzen, so quer gegenüber. Der sagte immer, ja, also der sagte Sachen, die ich jetzt nicht wiederhole. Und da hätte ich ihm dann sagen können, nee, wieso, ich darf hier bleiben, der Hirn. Frau Strack-Zimmermann, haben Sie das Gefühl, wir sind heute an einem anderen Punkt? Also gibt es einen Konsens, dass dieses Land ein Einwanderungsland ist, auch wenn Herr Bosbach das ein bisschen akademisch findet? Ja, offensichtlich gibt es in dem Fall keinen Konsens zwischendurch. Ich finde es übrigens sehr schade, dass Sie beide jetzt gerade den Bundestag verlassen, wo ich einziehen darf. Ich hätte ja wir gerne haben das heute absichtlich diskutiert so und gerauft, aber ich empfinde es jetzt nicht als persönlich, dass Sie sagen, jetzt kommt die Strack-Zimmermann, jetzt nichts wie nach Hause. Nein, ich glaube, dass jedes Thema seine Zeit hat. Und natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland, aber viele Menschen in Deutschland haben das Gefühl, dass es chaotisch bis gar nicht geregelt ist. Und sie räumten gerade selber ein, die Gesetze sind sehr kompliziert, da blickt kein Mensch mehr durch. Oh doch. Und also für Otto Normalverbraucher blickt überhaupt kein Mensch mehr durch. Wenn Sie das Recht aber kompliziert glaube, haben, wer ist denn dann das Steuerrecht? Wir sind immer noch bei der... Nee, aber jetzt sprechen wir nicht über Steuern, sondern über Einwanderung. Ja. Und insofern natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland. In den 60, 70er Jahren, Sie sprachen gerade davon, das Wort Gastarbeiter. Gast implementiert ja immer, dass die Menschen wieder gehen. Ja. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das ist ja auch eben spannend, auch diese Zerrissenheit. Wir sind ein Einwanderungsland und ich bin der Meinung, dass wir es so sortieren müssen, dass wir aus deutscher Sicht auch sagen, wen wollen wir, wen brauchen wir auch. Denn wenn ich das noch zu Ende führen darf, die Menschen bekommen ja das Gefühl oder man hat das Gefühl, Deutschland fühlt sich wohl, wie eine dicke Katze schnurrt, alles ist Paletti und merken gar nicht, dass um uns herum der Zug weiterfährt. Wir brauchen Einwanderung, wir brauchen gezielt Einwanderung, vor allen Dingen auch von Fachkräften. Darüber reden wir und darüber redet die Politik. Ich würde trotzdem gerne den einzigen Migrationsforscher, den wir hier haben, fragen, ist das eine akademische Debatte? Ist also beim Einwanderungsland klar, sieht man dann immer die USA und Kanada, Australien, also Länder, die sich überhaupt erst gegründet haben, weil Einwanderer dahin kamen. Was unterscheidet uns von denen?
Ja, es ist eine akademische Debatte sozusagen in der sprichwörtlichen Sinne. Es ist nicht eine Debatte in der akademischen Welt, weil es ist ein Problem, denke ich, in der Einwanderungspolitik im Allgemeinen, dass die Politik eine starke Neigung hat, sich auf symbolische Fragen zu konzentrieren, die mit der eigentlichen Steuerung von Migration und Integration relativ wenig zu tun haben. Gut, bevor wir Sie beerdigen, sagen Sie mir trotzdem noch, was unterscheidet uns? Was unterscheidet? Naja, es gibt Länder, USA, Kanada und so weiter, die ihre Nationalidentität auf der Geschichte der Einwanderung gründen. Das wird vielleicht irgendwann für Deutschland auch gelten, aber das gilt im Moment noch nicht. Wir sind in dem Sinne kein Einwanderungsland. Man kann tatsächlich sagen, jedes Land, das Einwanderer bekommt, ist ein Einwanderungsland. Das ist eine leere Phrase, wie Herr Bosbach schon sagte. Man kann sagen, Länder, die Nettozuwanderung haben, also wo mehr Zuwanderer reinkommen als rausgehen, sind Einwanderungsländer. Dann ist Deutschland in vielen Jahren ein Einwanderungsland. In manchen anderen Jahren ist Deutschland dann ein Auswanderungsland. Also es ist tatsächlich eine rein symbolische, akademische Frage, die kein einziges Migrations- oder Integrationsproblem löst. Und das gilt auch für andere Fragen, wie die über die doppelte Staatsangehörigkeit, das Kommunalwahlrecht und auch die Frage eines Einwanderungsgesetzes ist zum einen ganz großen Teil ein symbolischer Streitpunkt in der Politik, weil es gibt schon ganz viel Gesetzgebung. Lösen Symbole was aus, Herr Beck? Na, ich wäre da sogar bei der Überschrift bei ihm, vielleicht bei den Konsequenzen nicht. Also es gibt einfach Fragen, die wir regeln müssen. Und ob wir da jetzt Einwanderungsgesetz oder wie die CDU in ihrem Papier Fachkräftezuwanderungsgesetz draufkleben, ist mir einigermaßen egal, weil eine Überschrift klärt am Ende dann nichts. Mhm. Wir haben in der Tat, das hat Wolfgang Bosbach gesagt, es gibt Einwanderungsmöglichkeiten, aber in den Arbeitsmarkt setzen die fast alle voraus, dass jemand bereits, bevor er hier ankommt, einen Arbeitsvertrag mitbringt. Wenn er das nicht hat, darf er nicht kommen. Und damit werden wir die steigenden Bedarfe nach Einwanderung nicht vernünftig steuern können. Es funktioniert auch so, wie wir es machen, nicht. Wir brauchen die Möglichkeit, dass qualifizierte Menschen, die wir nach ihren Qualifikationen, nach ihren Sprachkenntnissen, nach ihrem Kontakt zu Deutschland und Europa auswählen, hierher kommen können zur Arbeitssuche. Mhm. Das geht heute praktisch nicht. Es gibt einen 18c, der funktioniert überhaupt nicht. Da dürfen die Leute noch nicht mal hier arbeiten, während sie Arbeit suchen, sondern müssen ein dickes Bündel mit Geldscheinen mitbringen. Ansonsten dürfen sie hier nicht reinkommen. Damit werden wir die demografische Entwicklung, die wir nun mal haben und die man prognostizieren kann für die nächsten Jahre, nicht bewältigen. Wir wissen, in den nächsten Jahren wird es 1 Million mehr pflegebedürftige Menschen geben. Die brauchen Pflegekräfte. Die schaffen wir heute schon nicht auf unserem nationalen Arbeitsmarkt zu finden. Da brauchen wir Instrumente und da kann man auch sagen, du darfst hierher kommen, du musst dir eine Arbeit suchen, du kriegst keine soziale Unterstützung dabei, aber solange du deinen festen Arbeitsplatz noch nicht hast, darfst du auch kellnern gehen oder putzen gehen, um dich in der Zeit deines Arbeitsplatzsuche selber zu unterhalten. Da brauchen wir mehr Flexibilität und wir brauchen eine Steuerung, die das dem Ganzen nicht dem Zufall überlässt, dass wir nachher Leute da haben, die hier keinen Anschluss finden und andere nicht reinlassen, die wir eigentlich dringend brauchen. Das ist der Sinn einer neuen Regelung. Ja. Die anderen Sachen bleiben bestehen. Und der große Durchbruch, der uns gelungen ist, und da hat die CDU ja schon gesagt, zugestanden, dass wir ein Einwanderungsland sind, das war 2004, 2005, war mit den Integrationskursen, wo wir gesagt haben, jeder, der neu hierher kommt, einen Aufenthaltstitel kriegt, muss Deutsch lernen, muss was über das Land lernen. Ansonsten kriegt er Schwierigkeiten bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und wenn er soziale Leistungen beansprucht, können die gekürzt werden. So. Das war das erste Mal, dass wir anerkannt haben, dass die Leute, die kommen, hier bleiben und wir etwas tun müssen, dass sie sich hier zurechtfinden. Bevor es in Vorträgen ausartet, versuche ich, einen Dialog hinzubekommen, Frau Demekern. Ich habe aber dennoch das Gefühl, bei allem, was ich zustimme und all das, was ihr sagt, ist auch alles richtig, weil hier muss man aufpassen, da muss man aufpassen, wir müssen sehen, dass wir das organisieren bekommen, ist alles richtig. Aber muss man, ich habe das Gefühl, dass man das Einwanderungsthema, das Migrationsthema
Einwanderungsland sein wollen. All diese Themen, die mit den Zugewanderten zu tun hat, die man kann man und darf man und sollte man nicht exklusiv für sich diskutieren. Ich habe das Gefühl, mehr denn je, und ich mache den Job ja nun wirklich jahrelang, seit 82 habe ich mein erstes Programm gemacht, 81, und recherchiere und arbeite daran. Ich habe das Gefühl, dass wir das zunehmend mehr im Kontext unserer eigenen Gesellschaft sehen müssen. Das heißt, wir müssen uns klar werden, in welcher Gesellschaft wollen wir zukünftig leben. Ja. Und in dem Kontext müssen wir sehen, wie wollen wir Migration und wie soll diese Migration uns mitgestalten. Sind Sie denn Migranten gestalten eine Gesellschaft mit. Die sitzen nicht irgendwo und machen ein bisschen Arbeit und dann gehen sie wieder oder sind still. Wir haben ja innereuropäische Migranten. Also von den 18,6 Millionen ist die Hälfte Europäer. Ja. Die Frage ist aber tatsächlich, wollen alle dasselbe? Das ist mir noch nicht ganz klar. Ich weiß aus der Beobachtung, dass die FDP und die Grünen sehr nah beieinander sind bei der Frage Einwanderung. Ja, würde ich schon gerne. Wo haben Sie einen Dissens mit Herrn Beck? Ja, mit Herrn Beck persönlich weniger als mit den Grünen, weil natürlich der große Unterschied auch zwischen Schwarz und Grün und dass sie nicht zusammengekommen sind in den letzten Jahren diesbezüglich, wundert mich nicht, weil natürlich große Teile der Grünen das Credo hat, macht Tor auf und macht es weit. Und Sie wollen nur wen reinlassen? Das ist lustig, die gleiche Diskussion hatte ich am Sonntag mit einem Kollegen aus Ihrem Bundesvorstand. Ja, da sehen Sie die offenen Grenzen als Forderung haben wir 1990 auf einem Parteitag abgelegt. So, jetzt ist schon eine Weile. Frau Zimmermann hat also, das Gefühl, dass die offenen Grenzen immer noch da drin sind. Ja, das ist ja kein Gefühl, sondern ich höre ja und Nachrichten und ich weiß, was die linke Seite in den Grünen sagt, eben was völlig anderes als die konservative Seite. Aber ich will mich jetzt gar nicht über die Grünen, das wäre eine andere, wäre eine eigene Sendung wert, sondern Fakt ist. Vielleicht auch nicht, aber. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht wäre die dann ganz kurz Fakt ist, vorbei. Wo stimmen Sie denn nicht überein? Sie wollen doch beide, und ich habe das jetzt so begriffen, dass Sie wollen doch mit einem Einwanderungsgesetz mehr Menschen hier herholen, die wir hier auch brauchen, die Wirtschaft auch braucht, also Arbeitskräfte, demografischen Wandel, Pflege, IT. Das sind die Bereiche, die Sie beide doch wollen, oder? Wo ist also, der Unterschied? Wie gesagt, ich kann Ihnen sagen, was wir als Freie Demokraten wollen. Und diese Diskussion, die ja auch in der Tat etwas akademisch ist, wann gehustet und nicht gehustet hat, ist vorbei. Wir sind heute im Jahr 2017. So. Und wenn Sie unterwegs sind in Deutschland, dann, wie gesagt, nochmal, wir sind ein internationales Land und das ist auch gut so. Und wenn Sie mit Unternehmen sprechen, in unterschiedlichsten Branchen, bis hin auch zu dem Thema Pflegebereich, natürlich ist der demografische Faktor ein großes Thema. Wie werden die Sozialsysteme in den nächsten 13, 14 Jahren aussehen? Wenn wir, meine Generation, da nämlich ordentlich reinlangt und die jungen Menschen, die hinter uns kommen, das gar nicht mehr kompensieren können. Also, Sie brauchen Zuwanderung, das ist das, was wir Sie brauchen. Sagen. Und wir wollen aber, und darum geht es, dass nach einer Systematik, Sie haben das vorhin bei der Anmoderation gesagt, Kanada ist ein Paradebeispiel. Habe ich das gesagt? Wie man, ja, irgendeiner hat hier, ich meine, ich habe es Ihnen nicht zugeordnet. Heute ist es noch nicht gefallen, das Wort Kanada. Dann war das in der Anmoderation, aber Sie sehen, das ist doch, aber wir können die Sendung morgen ja noch mal angucken, wann es kam. Zurück, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Kanada ist unter anderem ein Land, was das ganz hervorragend organisiert hat. Die Kanadier waren übrigens auch die vor zwei Jahren, als in Griechenland die ersten Flüchtlinge ankamen. Sie sind trotzdem ein Stück zu weit, weil ich nämlich das Gefühl habe, bevor wir überhaupt über die Frage da reden, wie wir das machen, möchte ich gerne doch noch mal den Dritten in der Runde, Herrn Bosbach, nämlich fragen, sind Sie denn überhaupt dabei? Haben Sie auch das Gefühl, wir brauchen mehr Zuwanderung? Wir brauchen eben Leute, die Pflegekräfte hier werden oder IT? Deswegen haben wir ja das ja genau geregelt. Wir sollten uns mal jetzt für den kompletten Abend von dem Gedanken verabschieden, wir hätten überhaupt keine Regelungen. Das Gegenteil ist richtig, gerade in den beiden Bereichen. Dann brauchen wir ja kein Bereichen. Gesetz. Jetzt ja, dann, so, nein, das finde ich aber jetzt kühn. Der entscheidende Halbsatz kam von Volker Beck, 100 Punkte für Ehrlichkeit. Punktesystem unter Auflösung des Zusammenhangs zwischen Zuwanderung und Arbeitsplatznachweis. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, im Übrigen soll alles bleiben, wie es ist.
Es soll ein neuer Zuwanderungstatbestand geschaffen werden, über den schon vor 13 Jahren erbittert gestritten wurde. Das Ganze endete übrigens in einer bekannten Das ist übrigens der kanadische Vorschlag. Entscheidung beim Bundesverfassungsgericht. Ja, wir machen es jetzt noch mal neu, wo Sie beide weg sind. Ich bin nicht dafür, dass wir den Zusammenhang auflösen zwischen Arbeitsplatznachweis und Zuwanderung, zumal Kanada ganz schlechte Erfahrungen mit diesem System gemacht hat. Denn die durch dieses System Zugewanderte sind weit überdurchschnittlich arbeitslos. Wir hatten 2015 eine Nettozuwanderung von 1,14 Millionen. Im 2016 wird die Zahl deutlich darunter liegen. Wir hatten in den letzten 10 Jahren 8-mal Nettozuwanderung, zum Teil erheblich 2-mal Nettoabwanderung. Das hochgelobte kanadische Modell wird in Deutschland strikt abgelehnt, denn Kanada arbeitet mit Kontingenten, mit Höchstgrenzen und Quoten, auch muss ich hier im humanitären Bereich. Das ist ein völlig anderes System. Herr Beck und Herr Bosbach und Frau Strack-Zimmermann, Sie wissen, was Kanada ist. Ja. Ihnen muss man das nicht sagen, unseren Zuschauern aber vielleicht schon, weil in dieser Debatte kaum ein Wort heute zwar noch nicht, aber jetzt schon, so häufig fällt wie Kanada. Kanada ist ein Vorbild für uns, für die Zuwanderung. Was ist denn eigentlich das kanadische Modell? Wer kommt da und zu wie vielen Punkten führt das dann? Das wollen wir Ihnen kurz erklären. Ab 67. Wir waren damals da. Jedes Jahr nimmt Kanada mehrere hunderttausend Zuwanderer auf. Aber nicht jeder ist willkommen. Wer nach Kanada einwandern will, um dort zu arbeiten, muss einen Beruf ausüben, der dort dringend nachgefragt wird. Jeder Bewerber wird nach einem strengen Punktesystem bewertet. In verschiedenen Kategorien wie Sprachkenntnisse, Ausbildung, Berufserfahrung, Anpassungsfähigkeit, Alter. Maximal 100 Punkte kann ein Bewerber erreichen. Ab 67 Punkten kommt er in das eigentliche Auswahlverfahren. Wer sich auch hier qualifiziert, für den ist der Weg nach Kanada frei. Ist das ein Modell für Deutschland? Jetzt hat Herr Bosbach, was Sie zu Hause nicht hören konnten, gesagt, und das eigentliche Auswahlverfahren ist hammerhart. Woher wissen Sie das? Ich hatte einen ganz konkreten Fall in meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach. Das war eine Sportwissenschaftlerin, also Hochschulabschluss. Es war ein sehr langwieriges Verfahren, ein sehr kompliziertes Verfahren, übrigens auch nicht ganz preiswert, zur Vermeidung möglicher Missverständnisse. Wenn Kanada das so machen will, ist in Ordnung. Aber Sie wollen es hier nicht so machen. Ich habe gar nichts dagegen. Ja. Aber dafür wird es nie und nimmer eine Mehrheit in Deutschland geben, weil in Deutschland genau das Gegenteil von dem, was im gelobten Kanada praktiziert wird, uns angepriesen wird. Kanada arbeitet mit Kontingenten, mit Begrenzungen. Die sagen, wir nehmen so viel übers Punktesystem, so viel nehmen wir Flüchtlinge aus humanitären Gründen, plus Familiennachzug, und das begrenzen sie. Das ist genau das, was in Deutschland nicht angestrebt wird, obwohl man meiner Überzeugung nach darüber ruhig sprechen könnte. Wenn man nämlich eine Kontingentierung hat, dann kann man in anderen Bereichen großzügiger sein, wie beim Familiennachzug. Ist denn Ihre junge Dame aus Bergisch Gladbach dann nach Kanada gekommen? Ja. Ja, gut. Ja. Ja. Aber, also was man nicht machen darf, ist, dass man Menschen, die wir brauchen, und Menschen, die uns brauchen, weil sie verfolgt sind, miteinander verrechnen. Also man kann nicht sagen, ich nehme jetzt keine Flüchtlinge mehr, ich nehme lieber Einwanderer, sondern die Menschen, die Schutz brauchen, die müssen wir schützen. Da haben wir als Europäer insgesamt gemeinsam eine Verpflichtung. Wir haben auch die entsprechenden Konventionen unterschrieben. Aber natürlich kann man in Rechnung stellen, bei einer jährlichen Zuwanderungsquote von Fachkräften, dass, wenn man schon Menschen aufgenommen hat als Flüchtlinge, dass man in einem solchen Jahr die Zuwanderungsquote von Fachkräften reduziert, damit man genügend Integrationskapitäten hat. Das heißt also, in einem sonst Jahr wie 2015, wenn eine Aber Million kommt, umgedreht, kommt umgedreht dann, darf man es nicht machen. Man kann nicht sagen, jetzt darf der Flüchtling nicht kommen, den retten wir jetzt nicht, weil wir lieber ein paar Zuwanderer aufnehmen. Also das ist nicht zwingend, Wolfgang. Und Kanada hat eine ganz andere Situation. Nach Kanada kommen Flüchtlinge nur, wenn die durch einen politischen Beschluss aufgenommen werden. Weil so viele
US-Amerikaner fliehen nicht nach Kanada. Und andere Länder haben zu Kanada keine Landgrenze. Und durchs Meer kommt man aus den Flüchtlingsländern auch nicht. Deshalb kann man das einfach nicht miteinander vergleichen. Und das weißt du auch. Frau Strack-Zimmermann möchte trennen? Ja, ich möchte trennen, weil das zwei unterschiedliche Dinge sind. Deswegen das Aufrechnen, Flüchtlinge und Einwanderer nach dem beruflichen Prinzip, das miteinander aufzurechnen, ist natürlich völlig Banane. Ja, was kann man denn wir haben, nein, was haben, sorry. Jetzt erkläre ich Ihnen, was ich der Meinung bin, was hilfreich wäre. Wir haben auf der einen Seite Flüchtlinge und ich teile das, dass wir als Deutschland die Pflicht haben, Menschen, die aus Not, Hunger, Krieg fliehen, zu unterstützen, subsidiär und dafür zu sorgen, dass in der Heimat auch wieder Frieden ist, wo sie denn zurückkehren können, um dort die Heimat aufzubauen. Das ist das Fakt eine. Ist aber, das ist das eine. Fakt ist aber, wenn wir jetzt schon anfangen, beide Themen zusammenzubringen, dass es natürlich auch Flüchtlinge, die 1,5 Jahre hier sind, die ihre Sprache gelernt haben, möglicherweise ihren Beruf hier auch ausüben könnten, dass die nämlich genau über so ein Einwanderungsgesetz sich gewissermaßen hier auch bewerben können, in Deutschland zu bleiben und damit übrigens auch gewährleistet haben können, dass Frau und Kind, also die Kernfamilie, nachkommen kann. Aber das heißt, erst nach der Anerkennung. Ja. Nach der Anerkennung. Genau. Ja, das ist fairerweise die Anerkennung, damit Menschen auch Perspektiven haben. Es gibt die Möglichkeit des Spurwechsels. Man muss sich fragen, wenn Leute zu uns fliehen, ob wir in jedem Fall ein langwieriges, streitiges Flüchtlingsverfahren durch alle Instanzen ziehen müssen, wenn diese Person sich grundsätzlich auch qualifizieren würde für das Punkt. Wir werden nachher einen Gast dazu haben, deswegen vertagen wir diese Diskussion. Wir sehen das in unseren Gesetzen auch so vor. Ob Sie mit einem neutralen Blick auf dieses kanadische Einwanderungsgesetz sagen können, ob das denn stimmt, was Wolfgang Bosbach sagt, dass die im Prinzip schon eine Grenze einziehen, eine ziemlich klare, und dass dann eben auch, was die Flucht angeht, nicht jeder genommen wird? Ja, also durch seine spezifische geografische Lage ist Kanada in der Position, dass es tatsächlich seine Einwanderer auswählen kann. Die Zahl der Einwanderer und auch die Zusammensetzung der Zuwanderer. Und die begrenzen das ganz klar. Die begrenzen das, die begrenzen die Flüchtlinge, weil die nehmen ja nur Kontingentflüchtlinge auf, schaffen sie vielleicht ein paar Dutzend mit dem Flugzeug direkt nach Kanada, aber das war's. Und bei der Arbeitsmigration können die tatsächlich alles mit so einem Punktesystem steuern. Das können wir natürlich in Deutschland auch machen, aber da muss man schon sehen, dass das kanadische Punktesystem viel strenger ist als die Gesetzgebung, die wir zur Arbeitsmigration jetzt in Deutschland haben. Nach Deutschland kann man als Akademiker zum Beispiel kommen für 6 Monate, um einen Job zu suchen. Die Möglichkeit gibt es in Kanada nicht. Nach Kanada kann man nur zuwandern, weil von den 100 Punkten sind 28 Punkte mit Sprachkenntnissen zu ergattern. Also auf 67 kommt man sonst nur, wenn man einen Doktortitel hat, sozusagen. Haben Sie sich mal angeschaut, die Praxis zu dieser Regelung, dass man zur Arbeitssuche kommen kann? Ich glaube, unter 1000 Leute machen das im Jahr, weil die dürfen in der Zeit nicht arbeiten, dürfen nur für den Job, in dem Job arbeiten, für den sie sich qualifiziert haben. Und also, zwischendrin müssen sie sich selbst finanzieren. Das ist für Leute, die aus anderen reichen Ländern kommen, womöglich ein gangbarer Weg. Für einen Ingenieur aus Indien oder aus Afrika ist das keine Möglichkeit. Der hat dieses Geld nicht. Ich würde gerne eine Frage stellen, weil das Ziel des kanadischen Gesetzes scheint klar zu sein. Wir wollen genau wissen, wer kommt, und wir wollen genau wissen, wie viele kommen. Ich wollte gerne wissen, ob Sie sich darin einig sind. Also, wenn Sie jetzt gemeinsam oder Ihre Parteien ein Einwanderungsgesetz machen, sollen denn dadurch jetzt mehr oder weniger Zuwanderer kommen, Herr Bosbach, mehr oder weniger? Ja, Frage, welches Vergleichsjahr nehmen. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben eine erhebliche Nettozuwanderung. Es gibt immer Menschen, die uns brauchen, Zuwanderung aus humanitären Gründen, und es gibt Menschen, die wir brauchen. Ich weise noch einmal darauf hin, das ist ja richtig, was Volker Beck sagt. Alle Vorschläge zielen auf noch mehr Zuwanderung ab unter der Überschrift Einwanderungsgesetz plus Auflösung des Zusammenhangs zwischen Zuwanderung und Arbeitsplatznachweis.
Da kann ich meiner Partei nun wirklich nicht empfehlen, zuzustimmen, obwohl ich da manche Überraschung überlebe. Und zwar, Partei, weil weiß, dann mehr kommen. Kommt. Da sicher werden mehr so kommen. Herr Beck, so. Sie wollen mehr, oder? Nein, es geht, Zuwanderung ist ja keine Tugend und kein gesellschaftliches Ziel. Es geht darum, na, das hat sogar die Union aufgeschrieben, dass kein Arbeitsplatz unbesetzt bleiben soll, weil die Arbeitskräfte fehlen. Das muss das Ziel sein. Und es kann sein, dass es in einem Jahr eine höhere Zahl ist, weil wir einen höheren Arbeitskraft den Bedarf haben. Es kann auch sein, in einem Jahr ist die über das Quotensystem erlaubte Zuwanderung null. Das soll jedes Jahr durch Sachverständige von den beiden Sozialpartnern und Migrationswissenschaftler und dem Bundesamt für Migration der Regierung eine Zahl vorgeschlagen werden und die muss sie dann politisch beschließen. Und das ist in der politischen Verantwortung. Deshalb gibt es keinen Automatismus. Keiner muss Angst haben, dass wenn man ein Zuwanderungsgesetz macht, dann kommen auf Gedeih und Verderb ins nächsten Jahr 100.000, 500.000 oder eine Million mehr. Schlagen Sie den Mann nicht. Es ist, also, wir haben hier zwischen wenn ich das kurz, einwerfen darf, einen ganz anderen Sachverhalt. Meine Tochter war 4 Jahre dort in Toronto, hat studiert. Das ist eine ganz andere Gesellschaft. Über 50% sind dort Eingewanderte. Also das ist, da gibt es einen, die Minderheiten sind dort in der Mehrheit mit 51%. Das ist eine ganz andere Gesellschaftsstruktur und sie haben eine Akzeptanz in der letzten Umfrage im Deutschlandradio, eine Akzeptanz in Kanada von 80%, dass Einwanderung sein muss. Ja. Das heißt, die gehen mit dem Gedanken der Einwanderung komplett anders um, zu Recht, weil das ist eine ganz andere Struktur im Land selbst. So, davon sind wir weit entfernt. Wir sind 80 Millionen Menschen, haben knapp 20 Millionen Migranten, davon auch noch die Hälfte innereuropäisch. Also wenn wir in Deutschland die Zusammensetzung der Zuwandererbevölkerung hätten, die Kanada hat, dann hätten wir hier auch eine Riesenakzeptanz. Die meisten Zuwanderer in Kanada sind hochgebildet. Viele davon sind Akademiker. Das gilt auch für die USA zum Beispiel. Also mehr als 80% der Türken von der Anwehr in den USA haben abgeschlossen. Die haben eine andere Geschichte dort, die Türken. Hier haben eine andere Geschichte. Bitte, Sie können doch das nicht. Wenn man erklären will, warum die Akzeptanz höher ist, dann muss man auch das mit. Aber Sie müssen doch dann aber nicht so tun, als wäre das jetzt den Migranten zuzulasten oder zuzuschieben oder vorzuwerfen. Hier hat man Arbeiter gebraucht und nicht Akademiker. Und dass die Arbeiter in den Folgegenerationen nicht zwangsläufig Doktoren es oder Professoren produzieren. Es geht nur darum, dass wenn wir deutsche Zuwanderungs- und Integrationsprobleme lösen wollen, dann müssen wir nicht denken, dass wir einfach Kanada kopieren können, ein Land mit völlig anderen Bedingungen. Das sollten wir nicht, deswegen habe ich das gesagt, das sollten wir nicht tun. Und deswegen müssen wir meiner Meinung nach wirklich umso mehr, ich baue auf euch. Ja, jetzt ist Frau Strack-Zimmermann, wollte das gerne schön, aufnehmen. Auch darüber nachdenkt, wie wollen wir leben? Wie soll dieses Deutsche Deutschland in 10, 20 Jahren aussehen. So, Frau Strack-Zimmermann, darf ich eine Frage dazu stellen? Weil ich nämlich das Gefühl hatte, die FDP hat sehr wohl in dieser Diskussion einen Zusammenhang zwischen der Menge der Asylsuchenden und dem Zuwanderungs-Einwanderungsgesetz gebracht, indem sie gesagt hat, wenn wir legale Wege haben, nach Deutschland zu kommen, dann wird ein Teil derer, die als Arbeitsmigranten eigentlich herkommen wollen, aber nur den Weg über das Asylsystem haben, natürlich weniger. Das betrifft jetzt beispielsweise ganz viele Länder in Afrika. Ich habe diesen Zusammenhang von der FDP gehört. Verbindet sich denn damit die Hoffnung, dass man tatsächlich dann einen Teil dieses Stromes kanalisieren kann? Oder ist das ganz falsch? Was die Menschen in Deutschland erwarten, ist, dass hier wieder Struktur und Ordnung zurückkommt, weil viele das Gefühl haben, dass es keine Systematik und keine Ordnung gibt. Ja. Das ist natürlich ausgelöst worden durch die große Anzahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind und auch viele davon erstmal ins Land kamen und dann erst registriert worden sind, aus vielen Gründen. Ich habe das in meiner Heimatstadt Düsseldorf erlebt, in den Flüchtlingsunterkünften, wo dann erst registriert wurde und nicht schon an der Grenze. Das hat für ganz große Verunsicherung geführt, auch bei Menschen, die weltoffen sind und keine Furcht haben vor neuen, anderen Menschen. Das muss als erstes Mal sortiert werden. Dann haben wir die Situation, dass wir natürlich bei den Flüchtlingen Menschen haben, die in diesen letzten 1,5 bis 2 Jahren die deutsche Sprache erlernt haben, übrigens relativ viel junge Menschen, die gerne einen Beruf ergreifen würden, zum Beispiel auch beim Thema Pflege. Und die natürlich jetzt eine geradezu
die große Möglichkeit hätten, sich über eine Bewerbung in diesen Arbeitsmarkt hineinzubewegen. Das ist ein Schritt weiter. Wenn ich das kurz sage, es ist ja verrückt, was hier gerade passiert. Wir haben auf der einen Seite Leute, die hier reingekommen sind, die wir nicht wollen, weil sie auffällig sind, weil sie übrigens auch aus Ländern kommen, wo sie geschützt sind. Und auf der anderen Seite haben wir Flüchtlinge, die aus Kriegsgebieten kommen, die sich bereits positiv angepasst haben. Und die schicken wir zurück, obwohl sie sich bereits anfangen, in unserem Land zu bewegen und positiv. Das ist ein Schritt weiter. Wenn ich Herrn Koopmans richtig verstanden habe, ist die deutsche Situation ja die, dass an den Küsten Europas zum Beispiel ganz viele Menschen aus Afrika anlanden, sofern sie die Überfahrt überhaupt überleben. Und die große Hoffnung war doch die, dass man sagt, ein Teil von denen müssen dann nicht mehr in die Schlauchboote steigen, sondern sie können sich dann bewerben über einen legalen Weg. Und das schaffen wir mit einem Einwanderungsgesetz. Ja, da braucht es mehr als ein Einwanderungsgesetz. Also erstens, okay. Erstens mal, wenn Sie an die nordafrikanischen Länder nehmen, die sogenannten Maghreb-Staaten, die Menschen, die hierher gekommen sind, haben natürlich müssen zurückgeführt werden, wenn sie nicht aus Kriegsgebieten kommen. Auch so. Das gehört dazu. Aber erstmal sind sie da. Erstmal sind sie da, aber mit Verlaub, ein Staat, weil Sie auch gerade am Rande sagten, dass Kanada sehr restriktiv ist und Regeln hat. Es ist ja wohl das Minimumprogramm, okay, dass ein Staat, ein Land, seine eigenen Regeln. Und da kann man natürlich in andere Länder schauen. Da kann man schauen, was macht Kanada, was machen andere Länder. Denn wir müssen das Pulver nicht alles, muss die Geschichte nicht neu erfinden. Okay. Und dass ein Land seine Regeln aufbaut, dagegen ist nichts einzuwenden. Und dazu gehört, Menschen zurückzuführen, die hier keinen Status haben. Ja. Und andere, die hier einwandern wollen. Ich komme jetzt noch mal auf den Arbeitsmarkt zurück. Dass wir dringend auch um unsere Sozialsysteme überhaupt, das Solidarische, also, das habe ich verstanden. Ich sage jetzt mal Agenda 2030. Also holen wir die Pflegekräfte gezielt aus Afrika? Ich würde die Pflegekräfte vor allen Dingen aus England holen, wo sie ja bald alle raus müssen, weil aufgrund des Brexits sie gar nicht mehr bleiben dürfen. Also, Sie lassen aber nicht Herrn Bosbach raus, weil wir doch über die Frage der Menge reden wollen. Weil das eine, auch wenn es getrennt zu beobachten ist, von vielen in der Bevölkerung trotzdem zusammengesehen wird. Und zwar dann, wenn es um die Menge geht. Aber es geht um Qualität. Deswegen kommt ja die Union bzw. die CSU dahin und sagt, wir brauchen eine Begrenzung. Ja. Ob die jetzt Obergrenze heißt oder Nicht-Obergrenze, da ist eine Zahl im Raum, die heißt 200.000. Das bezieht sich, wenn ich es richtig verstehe, auf humanitäre Fälle, ja. Also 200.000, was ist da alles drin? Wie gerade, ja gut, also Asylbewerber ist ja der allergeringste Teil, da liegt die Schutzquote ja bei 1 oder 2%, Kriegsflüchtlinge. Das ist praktisch irrelevant. Dann die Kriegsflüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention und dann die sehr große Gruppe, die sogenannten subsidiär Geschützten, die kein Asylrecht bekommen haben, keine Anerkennung nach der GfK, aber wobei jetzige Rückführung, das ist der Rechtsbegriff, ein schwerer Schaden drohen würde, die bekommen vorläufig ein einjähriges Aufenthaltsrecht. Gut, dann haben wir 200.000 davon. Und diese Zahl ist dann ohne Einwanderer, ohne EU-Bürger, die hierher kommen nach der Arbeit suchen? Selbstverständlich, da gelten ja die europäischen Regelungen. Wir haben ja Freizügigkeit für Arbeitnehmer in 27 Ländern. Die können alle nach Deutschland kommen. Wir sind das 28. Land. Darüber wird überhaupt nicht drüber geredet. Beschäftigungsverordnung ist Ihnen doch sicherlich im Detail ein Begriff. Wir haben Sondervorschriften für Amerikaner, für Japaner, für Australier. Alles unbekannt. Und weil das alles unbekannt ist, rufen viele, wir brauchen eine Einwanderung. Sie haben vorhin davon geredet, dass sich das, was wir an Zuwanderung hatten, durch diese extreme Situation 2015, ich wiederholen darf, das ist 1 Million. Wo ist denn Ihre Grenze, wo Sie sagen, also die Flüchtlinge, die Asylsuchenden, Subsidiären plus Arbeitssuchende durch ein Einwanderungsgesetz, so viel können wir oder müssen wir in einem Jahr haben? Warum ist die Zahl 200.000 genommen worden? Warum halte ich sie für plausibel? Wir hatten 2008, 2009 um die 30.000 Asylbewerber. Das war überhaupt kein Thema. Den ersten Anstieg hatten wir 2014, das waren ungefähr 180.000. Dann kam 2015 890.000. 2014 waren unsere Kommunen gefordert, aber nicht überfordert. Das liegt etwa in der Nähe von 200.000. So. Die Zahl alleine ist uns nicht so aussagekräftig. Die Frage ist auch, wer kommt.
kommt, mit welcher Integrationsbereitschaft, mit welcher Integrationsfähigkeit, welche Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Aber da steht die Zahl jetzt drin. Das ist halt schon die Frage. Aber bei der Frage, wie viel Zuwanderung insgesamt, spielt es eine große Rolle, wer mit welchen Talenten, mit welchen Absichten und Zielen zu uns nach Deutschland kommt. Das heißt nicht mehr Obergrenze, Herr Beck, aber wenn da am Ende 200.000 gefordert werden, sind Sie dann dabei oder sagen Sie, an der Stelle lassen wir die Koalition platzen? Also wenn ich mal die Vorgeschichte des Textes vergesse und nur den Text lese, könnte man der Ansicht sein, es geht um die Berechnung der Resettlement-Quote, nämlich der Quote, der Zahl, die man dem UNHCR, das ist der Flüchtlingshochkommissar, jährlich anbietet, welche Flüchtlinge man freiwillig aufnimmt. Ja? Wir nehmen gegenwärtig 800 auf, früher waren es 500 über den UNHCR. Wenn man sagt, wenn wir erheblich unter 200.000 sind, bieten wir eine ambitioniertere Zahl an, als wenn wir über 200.000 sind. So könnte man den Text, wenn man wohlwollend ist, auch lesen. Okay. Und damit könnte ich auch leben. Die anderen Überlegungen, die hat ja zu Recht die Bundeskanzlerin auch vom Tisch gewischt und gesagt, beim Schutz von Flüchtlingen kann es keine Obergrenze geben. Da geht es nach den humanitären Bedarfen. Aber Sie hatten vorhin eine Frage gestellt, auf die ich gerne zurückkommen dürfte, wenn ich darf. Bei dem Zusammenhang zwischen wie viele Leute kommen zum Beispiel aus Afrika und einem Einwanderungsgesetz. Es werden aus Afrika sich nur Leute wirksam und erfolgreich in diesem System bewerben können, wenn wir mehr für die Ausbildung in diesen Ländern tun können. Und wenn wir das tun und sich rumspricht, wenn ich mich hier ausbilde, wenn ich eine Schule besuche, eine Lehre mache oder studiere, dann habe ich eine Chance, nach Deutschland zu kommen und auch dort bleiben zu dürfen. Dann wird das sich negativ auf die Leute auswirken, die gegenwärtig kommen, um ihr Glück zu machen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es sind auch reale Flüchtlinge drunter, die wegen Verfolgung fliehen. Und auf die wird das keinen Einfluss haben, dass es einen legalen Weg gibt. Wenn man seine Haut retten will, dann rennt man los und überlegt nicht, ob es da eine Schule gibt, wo ich noch was lernen kann. Das ist überhaupt das Problem an dieser Diskussion natürlich, dass man zwar über Zahlen reden kann, aber dann zwischendurch vergisst, dass dahinter auch Menschen stecken. Deswegen wollen wir gerne einen solchen Menschen zu uns holen, der auch noch ein anderes von der Koalition jetzt thematisiertes Problem mitbringt, nämlich die Frage, darf er seine Familie eigentlich mit nach Deutschland holen oder nicht? Februar 2016. Die Große Koalition beschließt als Reaktion auf die große Zahl von Flüchtlingen, den Familiennachzug für 2 Jahre auszusetzen. Wir können nicht einfach die Zahl derer, die zu uns kommen, vervielfachen. Und deswegen wollen wir vielen sagen, gerade wenn sie einzeln kommen, behaltet die Familie zusammen. Und wir können euch nicht garantieren, dass die Familie in Deutschland schnell nachkommen kann. Das betrifft alle subsidiär Geschützten, Menschen aus Kriegsgebieten, die nur vorübergehend in Deutschland bleiben dürfen, größtenteils Syrer. Bis März 2018 haben sie keine Chance, ihre Familien nach Deutschland zu holen. Vor den Jamaika-Gesprächen hat die Union nachgelegt. Sie will den Familiennachzug sogar noch länger aussetzen. Betroffen davon der syrische Flüchtling Alan Ezzat. Der Lehrer kam vor 2 Jahren nach Deutschland. Seine Frau und sein 2-jähriger Sohn sind in Syrien geblieben. Wie Zehntausende andere Flüchtlinge will auch er nur eins, dass seine Familie zu ihm kommt. Alan Ezzat ist jetzt bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Ezzat. Schön, dass Sie da sind. Herr Ezzat, wie oft haben Sie Kontakt mit Ihrer Familie und wie können Sie mit denen überhaupt Kontakt haben? Ich kann mit meiner Familie reden nur im Wochenende, weil es keinen Strom in Syrien und ich habe Arbeit jetzt und ich habe jetzt immer die Spätschicht, 13 Uhr bis 22 Uhr. Mhm. Und wenn zurück zu Hause ist, kein Internet zu meiner Familie in Syrien, das ist schwierig. Ich kann nur im Wochenende. Mhm. Mit Internet, Facebook, WhatsApp. Sie arbeiten im Moment gerade bei einer Leiharbeitsfirma, sind da eben in einem Großhandelsunternehmen beschäftigt. Wie alt war Ihr Sohn, als Sie ihn das letzte Mal gesehen haben? Mein Sohn war 3 Monate, wenn ich bin hier gekommen. Und das 2 Jahre ich bin da. Das bedeutet, mein Sohn hat 2 Jahre und 3 Monate. Sie nicht gesehen? Nein. Außer eben über... 2 Jahre nicht gesehen. WhatsApp oder Skype oder was ist das? Nur Skype. Sag mir immer Alan, keine Baba. Das ist das Problem.
Sie sind nach Deutschland gekommen, Sie sind den Weg über die Türkei gegangen. Über die Türkei nach Griechenland, Makedonien, Serbien, Kroatien, dann Slowenien und Österreich, Deutschland. Wieso haben Sie die Familie nicht mitgenommen? Die Grenze zwischen Syrien und der Türkei war sehr gefährlich in dieser Zeit. Ich komme im Winter und mein Sohn war so klein. Und die Distanz zwischen der Türkei und die Deutschland war sehr gefährlich und sehr kalt auch. Und die Meer auch sehr gefährlich. Ich kann nicht meine Familie mehr. Und ich denke auch, ich habe das gedacht, wenn ich komme nach Deutschland, ich kann nur 6 Monate oder 7 Monate meine Familie nach zurück. Aber schade, ich bekomme einen Subsidiärschutz. Und das 2 Jahre dauert und ich warte bis 2018 und das vielleicht auch nicht schaffen. Das bedeutet, mein Sohn erwachsen ohne seinen Vater. Hm. Subsidiärer Schutz. Ja. Ihr Deutsch ist fantastisch, wenn Sie das Wort so schnell gelernt haben in diesen 2 Jahren, wo Sie hier sind. Heißt, Sie sind als Bürgerkriegsflüchtling eben so lange hier, bis man sieht, wie die Situation sich in der Heimat dann entwickelt. Und möglicherweise werden Sie dann zurückgeschickt, wenn es eben der Krieg dann... Und deswegen hat man gesagt, subsidiäre... Also die subsidiären Schutz bekommen haben, eben anders als Kriegsflüchtlinge oder Asylsuchende, dann nicht die Möglichkeit, die Familie nachzuholen, erst einmal. Warum sind Sie überhaupt geflohen aus Syrien? Gab es da einen akuten Anlass, also eine Verfolgung, die Sie persönlich getroffen hat? Das ist eine gute Frage, aber nicht vor Syrien. Syrien nur mindestens braucht es 10 Jahre, die Syrien wieder zurück. Das bedeutet, wir brauchen einen Plan. Zuvor Zukunft, wie immer denken über Zukunft, nicht sagen, warum Leute nicht zurück. So. Wenn ich zurück nach Syrien, was passiert? Was passiert? Gibt es Bashar al-Assad Regime sofort im Flughafen nach Gefängnis gehen und vielleicht getötet oder sterben? Warum werden Sie, glauben Sie, sofort verhaftet, wenn Sie nach Syrien gehen? Ich habe nach die Syrien-Armee nicht gehen. Ich war mit Kleid, mit einer Oppositionspartei. Und das bedeutet in Syrien, wenn ich zurück, sofort in Gefängnis und dann niemand weiß, was passiert. Mhm. Und die Situation in Syrien auch viel gefährlich. Nicht Bashar al-Assad in Syrien. Gibt es Islamismus? Gibt es viele Terroristen? Ja. Niemand weiß, was passiert in Syrien. Jederzeit kommt neue Terroristen. Einmal Al-Qaida, einmal Al-Nasr, jetzt ISIS. Was passiert nach 3 Monaten? Niemand weiß, was passiert. Ist Ihre Familie denn, wo lebt die jetzt in dieser Zeit? In Kamischli. In dem Ort, wo Sie herkommen, das ist an der türkischen Grenze, haben wir uns angeguckt. Und Sie leben bei Ihren Eltern. Ja. Sind die akut gefährdet? Also müssen die um ihr Leben fürchten, gerade ihre Frau und ihr Sohn? Auch gefährlich. Jetzt gibt es in unserem Land die kurdischen Soldaten, die schützen unsere Familie. Aber niemand weiß, was passiert. In Irak auch. Wurde jetzt 3 Tage. Mhm. Die Peshmerga waren in Shingal und die anderen Land. Jetzt die haben wir Krieg und die wieder. Die zivilen Leute auch in gefährlich. In Kirkuk gucken, was passiert jetzt. Mhm. Herr Bosbach, Sie sind Vater von 3 Töchtern. Sie mussten in Ihrem Leben noch nie fliehen, aber stellen Sie sich die Situation vor. Sie müssen fliehen, es gibt eben einen solchen Kriegsgrund und dann sind Sie in einem sicheren Land und die Familie kann nicht nachkommen. Ich an seiner Stelle würde nichts anderes sagen. Ich hätte keinen anderen Wunsch. Das ist doch ganz selbstverständlich. Kinder gehören zu ihren Eltern. Artikel 6 gilt nicht nur für deutsche Familien, sondern auch für ausländische Familien. Aber wir haben doch den Familiennachzug für nur subsidiär Geschützte nicht für 2 Jahre aus Jux und Dollerei ausgesetzt oder um Leute zu ärgern oder um Leute zu quälen, sondern weil wir an den Grenzen unserer Möglichkeiten angekommen sind. Und es wäre nett, wenn auch gesagt würde, dass der Familiennachzug zu Flüchtlingen wesentlich leichter möglich ist als zu anderen Drittstaatsangehörigen. Flüchtlinge sind privilegiert. Sie müssen beim Familiennachzug weder ausreichenden Wohnraum nachweisen, das müssen dann die Kommunen, noch die Sicherung des Lebensunterhaltes. Und jetzt haben wir genau den Widerspruch zu Kanada. Kanada sagt, wir begrenzen den Zuzug aus humanitären Gründen und haben auch ein Kontingent für den Familiennachzug. Das heißt, die Kanadier wissen genau, wie viele insgesamt kommen. Das wollen wir nicht. Bei uns ersetzt das Asylgesuch die Passpflicht. Wir lassen jeden einreisen, der an die Grenze kommt, auch wenn er über sichere Staaten einreist wie Österreich. Mhm. Wir haben die Grenzen nach wie vor offen, haben nur jetzt auch eine Grenzkontrolle. Wenn wir glauben, wir können es bei diesem Prinzip lassen
und den Familiennachzug sofort garantieren, dann müssen wir der Bevölkerung auch sagen, was das bedeutet. Das wird einen deutlichen Anstieg der ohnehin hohen Zuwanderung bedeuten. Deswegen kann ich verstehen, weil es ja nur Schutz auf Zeit ist. Erst nach 5 Jahren gibt es eine Niederlassungserlaubnis, dass man sagt, wenn die Zahlen so bleiben, wie sie jetzt sind, können wir nicht auch noch den Familien nach. Frau Stark-Zimmermann? Aber ja, ich bin etwas überrascht über Ihre Aussage, Herr Bosbach. Sie stellen seit Jahren den Innenminister. Und dass hier unkontrolliert nach wie vor eingereist wird. Nein, habe ich nicht gesagt. Wir haben Sie, Sie haben gerade gesagt, nach wie vor kommen hier alle rein. Nein, Entschuldigung, Frau Sachs-Zimmermann, Entschuldigung. Moment, ich habe, das ist der Innenminister dafür Sorge trägt. Sie zitieren mich falsch. Nein, das sind die Geschichten, die die FDP erzählt. Nee, zwischen ich dachte, der Wahlkampf ist vorbei. Vielleicht können wir uns auf den Fall konzentrieren. Lass mich nicht gerne falsch zitieren. Ich habe gerade gesagt, die Kontrolle... Die Erfassung haben wir vorverlegt an der Grenze. Gut. Aber wir lassen jeden einreisen, auch bei Passlosigkeit. Die Frage ist, warum dieser Mann seine Familie nicht nachholen kann, beziehungsweise, wenn es nach den Grünen ginge und ich glaube auch nach der FDP, dürfte Herr Essert seine Familie nachholen? Ja, selbstverständlich. Also wenn man ihn anerkennt, dann muss es auch möglich sein, er ist Grundrechtsträger, das hat Wolfgang Bosbach ja richtig gesagt. Artikel 6 Grundgesetz gilt nicht nur für Deutsche, sondern es gilt für Menschen. Und es gibt ein Menschenrecht auf familiäres Zusammenleben und dann müssen wir das organisieren. Aber warum gilt dieses Menschenrecht dann nicht für andere Drittstaatsangehörige, die ein Einkommen nachweisen müssen, eine Wohnung haben müssen? Der Partner muss elementäre deutsche Sprachkenntnisse nachweisen. Also ich bei den Sprachkenntnissen bin ich ganz bei Ihnen. Das finde ich eine Schikane und ich warte immer noch, bis es im Fall beim Bundesverfassungsgericht landet. Ich bin der festen Überzeugung, das ist verfassungswidrig, dass man das familiäre Zusammenleben davon abhängig macht, dass man in Hinteranatolien eine Volkshochschule findet, wo man einen Deutschkurs besuchen kann, um die Sprachkenntnisse zu machen. Das war ein Gesetz, aber es setzt voraus, dass sie überhaupt eine Stelle finden, wo sie es lernen. Und Grundrechte kann man von so etwas nicht abhängig machen. Und am besten lernt man Deutsch immer noch in Deutschland. Bloß dann muss man es auch lernen. Deshalb ist es wichtig, dass man die Integration. Das würde jetzt in diesem Fall aber auch erst einmal nichts nutzen, Frau Demirkan. Es gibt vielleicht einen Teil der Zuschauer, die sich fragen tatsächlich, also in welcher Situation muss ein Vater sein, der seine Frau und das kleine Kind zurücklässt? Haben Sie eine Möglichkeit, das zu erklären oder Verständnis dafür auszudrücken? Ich kann mir das nur so erklären, dass es sein musste, dass es um Leben und Tod ging. Und wenn er mir jetzt sagt, wenn er zurückgeht und er wird festgenommen oder vielleicht sogar getötet im Gefängnis, dann ist das eine Situation, die so Ausnahmesituation ist. Ich glaube nicht, dass wir uns das hier in irgendeiner Talkshow vorstellen können, was vor Ort mit einem Menschen da passiert. Jede dieser Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, hat ein Drama in sich. Und es ist zwar mein Job, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, Geschichten als Schauspielerin und als Autorin nachzuvollziehen, aber ich glaube nicht, dass ich sie jemals wirklich verstehen werde, aus welcher Not heraus sie losgegangen sind und diesen unglaublichen Weg gemacht haben. Das können wir nicht. Ich bin nur froh, dass Sie gesund sind und nicht dabei unterwegs gestorben sind. Und soll seine Familie bei ihm sein, Ihrer Meinung nach? Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie kommen und dass Sie mit Ihnen zusammen sind. Ich wünsche es für Ihr Kind und auch für Ihre Frau, natürlich auch für Ihre eigene Seele. Dies braucht der Mensch. Aber dennoch sage ich, das ist ein Thema, das wir in Deutschland implementieren müssen, mit dem wir strukturell komplett neue Wege gehen müssen. Das Einwanderungsthema, Flüchtlingsthema. Ja. Wir haben in Deutschland weitere Verwerfungen, wie dem Arbeitsmarkt, wie den neuen Arbeitsbegriff. Es sind so viele wirklich neue Verwerfungen der Moderne in unserem Land, dass wir können das Flüchtlingsthema, das Migrationsthema nicht gesondert von dem gesellschaftlichen Thema des Landes besprechen. Aber dann das kann man ist ja zum Beispiel genau ein Thema, das dazugehört. Wenn er hier bleibt, seine Familie herholt, sie leben in einem Land, zunächst erstmal gibt es noch diese prekären Arbeitsverhältnisse? Können wir überhaupt noch Jobs vergeben ohne Qualifikation? Da kommen ganz, ganz viele andere Fragen. Wir sind im gesellschaftlichen Umbruch. Deswegen, ich bitte,
gebt ihm dann seine Frau und sein Kind. Ich wünsche es ihm von, ja, von meiner Seele. Aber wir müssen trotzdem über das Land reden, wo wir gemeinsam... Ja, aber wir müssen schon solche Fragen klären, was wir als nächstes machen. Das Gesetz wurde ja übrigens erst von der Großen Koalition eingeführt, der subsidiär geschützte auch das Recht auf Familien nachzukriegen, weil man erkannt hat, das ist wichtig für die Integration und für die Perspektive in den Ländern. Ja. Dann hat die Koalition, kaum hat sie es eingeführt, wieder ausgeführt. So, Frau Strack-Zimmermann, eine Frage. Ich glaube, dass heute Abend jemand sitzt, ja, der sich nicht wünscht, dass Sie Ihre Frau und Ihren Sohn wiedersehen. Dazu müsste er zum Beispiel das machen, was Sie vorher gesagt haben, nämlich deswegen zum Beispiel einen Spurwechsel zu machen. Sie wären das Paradebeispiel dafür, dass nach dem, was Sie hinter sich gebracht haben, dass Sie in anderthalb, zwei Jahren wirklich sehr gut Deutsch gelernt haben. Sie haben eine Arbeit, Sie sprachen gerade davon, dass Sie eine Schichtarbeit haben. Dass Sie natürlich das Paradebeispiel dafür wären, jetzt über ein mögliches Einwanderungsgesetz sich sozusagen hier bewerben, hier zu bleiben. Und dann wäre Ihre Frau und Ihr Kind natürlich umgehend würde nachkommen. Auch das wird ein Streitpunkt sein in der Koalition. Das ist nicht seriös. Doch. Das, also vielleicht mit seiner Qualifikation, die er eigentlich hat als Lehrer, aber nicht mit dem Job, den er jetzt tatsächlich ausfüllt, ist doch nicht so, dass wir über ein Einwanderungsgesetz mit Quoten, wo wir die Qualifikation bewerten, am Ende eine große Zahl von ungelernten Leuten reinholen werden. Sie können jetzt nicht jemandem versprechen, dass er das humanitäre Problem, das er hat, dass wir humanitär lösen muss, weil es gibt einen Anspruch meines Erachtens auf Familienleben. Zu behaupten, da sei jetzt irgendwie das Zauberpulver im Einwanderungsgesetz und simsalabim, dann wird sich das auflösen. Nein, mit dem, was er jetzt macht, er arbeitet jetzt als Hilfsarbeiter, als Leiharbeiter in einer Firma, die nicht auf seine Qualifikation abstellt. Sie ihn halt einstellt, weil er da ist. Das ist ja auch wichtig, dass das Firmen machen, dass die Flüchtlinge in Arbeit kommen. Aber das ist nicht die Zielgruppe eines Einwanderungsgesetzes. Und wenn wir in der Diskussion alles vermatschen, dann wird es eine große Enttäuschung bei der Bevölkerung hinterher geben, dass das Einwanderungsgesetz eben solche Probleme nicht löst, weil es nämlich dafür nicht gemacht ist. So, die Politik ist am Anfang der Diskussion, aber eine Frage war ja eine interessante Frage, nämlich die Frage tatsächlich, ob es dann am Ende nutzt für die Integration, das würde ich Herrn Kuppmann gerne fragen, wenn eine Familie, weil das heißt es ja immer, es sind ganz viele Männer gekommen, die alleine stehen, gerade jetzt in diesen letzten zwei Jahren, nutzt es tatsächlich auch für die Integration, dass die Familie dann da ist? Ja, das wird oft behauptet, aber das ist gar nicht so sicher. Also wenn wir auf die Geschichte schauen der Gastarbeiterzuwanderung, ist es in manchen Gruppen gerade zu einer Segregation, einer Abspaltung von der Gesellschaft gekommen, als die Familienzusammenführung stattfand. Also wie meinen Sie das? Vorher waren die super integriert. Ich habe gelesen, dass Sie das behaupten. Ich habe kein Beispiel dafür in der Geschichte, dass vorher die Gastarbeiter, wie sie ja damals hießen, super integriert waren in die deutsche Gesellschaft. Und dann kamen auf einmal die Frauen und die Kinder und dann war diese Veranstaltung der Superintegration vorbei. Das stimmt doch nicht. Die waren doch am Rand der Gesellschaft unter teilweise fragwürdigen Wohnbedingungen gehaust. Weil wir gedacht haben, die gehen gleich wieder. Ja. Da war doch nichts mit Integration. Aber mit Familienzusammenführung bilden sich ethnische Gemeinschaften. Und das ist ein durchgehender Befund. Und wie haben die vorher gelebt? Bei deutschen Ich habe jetzt Herrn Kuppmann noch nicht gehört. Also Sie sagen, sobald die Familie nachzieht, integrieren die sich nicht mehr? Das ist auch nicht so, aber es ist auch nicht umgekehrt. Ich denke, das müssen wir einfach trennen. Also die Integration wird nicht besser gelingen, auch nicht schlechter gelingen im Schnitt. Also ich denke, eine Lösung für das Problem von Herrn Essert wäre, auch wenn man einfach die Regeln, die auch für andere Drittstaatsangehörige gelten, auch auf die Schutzbedürftige anwenden würde. Und das würde heißen, er hat eine Arbeit, er hat eine Wohnung, er spricht Deutsch, also kann er seine Familie nachholen. Damit setzt man einen Anreiz auch für Schutzbedürftige. Halte ich für vernünftig. Er hat eine Arbeit, er spricht Deutsch, das erfüllt er jetzt. Gerade gesagt hat, er wäre das Paradebeispiel bei der entsprechenden Gesetzgebung, hier in diesem Land zu bleiben. Aber wir haben auch Menschen in diesem Land. Ja, trotzdem. Wir haben auch Menschen in diesem Land, denen es eben bis dato nicht gelungen ist. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und dann muss ein Land wie Deutschland auch die Möglichkeit haben, sie dann wieder in ihre Heimat zurückzuschicken, sobald wieder
Ja, aber das wird nicht gehen, wenn wir auch Leute, die keine Arbeit haben, die kein Deutsch gelernt haben, trotzdem erlauben, ihre Familie nachzuholen. Es wird niemals gelingen, die Leute wieder zurückzuschicken. Weil dann werden auch die Grünen die Ersten sein, die auf die Barrikaden steigen. Das macht ja auch keinen Sinn. Diese Leute haben noch Kinder hier, die sind integriert. Aber die Frage tatsächlich, Rena Demmerkan hat es ja angesprochen, wir müssen ja auch dann fragen, was macht es mit uns? Ich bin jetzt beim Thema Integration. Sie haben ja einen sehr starken, also ein sehr starkes Plädoyer dafür gehalten, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Auch deshalb, weil wir nicht alle integrieren können, haben Sie das Gefühl, wir müssen tatsächlich genauer hingucken, wer kommt und wie die sich auch in diese Gesellschaft integrieren? Oder mögen Sie das Wort überhaupt nicht? Ich mag das Wort Integration ja gar nicht. Warum? Weil das eben dieses Reservatdenken ist. Wir holen Menschen und dann, die also erstmal in kultureller Quarantäne sind, als wären sie nicht Identitäten und dann werden sie integriert in etwas, was vermeintlich einheitlich ist. Ja. Was ist es ja auch nicht? Deutschland ist von Norddeutschland bis Süddeutschland, das ist 10-mal verschieden und unterschiedlich. Aber es gibt nur ein Grundgesetz. Und an dem hat ganz es sich zu orientieren. Genau. Und an dem, und dann sind wir. Aber man kann das eben auch anders formulieren. Synchronisieren in ein Land eine neue Gemeinschaft bilden, kann man ja auch anders benennen. Sprache ist etwas ganz Bedeutendes. Mhm. Da rede ich davon, wie wir das vermitteln, dass mehr Menschen eine Akzeptanz entwickeln, dass wir eine mehrschichtige, vielkulturelle, transkulturelle Gesellschaft sind. Und das hängt ganz entschieden von dieser Sprache ab, wie ich mit den Menschen umgehe. Bin ja schon froh, dass wir auch schon nicht mehr bei dem ausländischen Mitbürger sind. Alles ganz wunderbar. Ich bin von wirklich sind ganz früh schon war ich der Überzeugung, da wäre ich auch viel härter gewesen als sogar die CDU damals. Ich habe gesagt, ich will ein Einwanderungsgesetz, wo ich dann wirklich ganz genau sagen kann, ich brauche so und so viele Menschen, die in diesem Land uns bereichern. Und wenn sie kommen, dann kriegen die auch ihren Ort, ihre Wohnung, ihren zugewiesenen Platz in dieser Gesellschaft und sind mit uns. Damit sie eben sofort ein Teil von uns werden, das ist ein beheimatet Punkt. Sind. Und eben nicht in Quarantäne oder in Reservaten oder in Billigwohnungen. Das hat nämlich was damit zu tun. Als die Nachzügler kamen, haben die nur Wohnungen draußen gekriegt, in Sozialhilfewohnungen oder in Randbezirken, wo es ganz billig Wohnbesitz. Das ist doch kein Randbezirk. Liebelein, das war damals noch ein bisschen anders. Ich habe das in Hannover erlebt. Ich bin in Hannover groß geworden, da gab es Randbezirke, die haben ganz anders ausgesehen und da wohnten die Menschen in Kellern teilweise. Wir sagen, ich glaube, wenn wir ganz offen damit umgehen, wir sind eine Gesellschaft, wir wollen gerne vielschichtig miteinander sein. Da gibt es ja auch Widerspruch. Also Herr Kuppmanns ist ja deshalb auch ein umstrittener Migrationsforscher. Weil ich davon überzeugt bin, dass die Menschen, die hierher kommen in dieses Land, unerschütterlich zukunftsorientiert sind. Aber die Frage ist, nehmt das als Impuls, als Ressource. Die Frage ist, wie man dann trotzdem eine gemeinsame Gesellschaft ist. Herr Kuppmanns ist deshalb ein umstrittener Migrationsforscher, weil er das Wort Assimilation in den Mund genommen hat. Sie sagen, Assimilation ist eigentlich das, was eine Gesellschaft besser nutzt, als wenn man es eben mit mehreren Kulturen nebeneinander probiert. Hat Otto Schily auch gesagt. Ja, aber ich sage auch, ich bin assimiliert, lieber. Ja, das sind Sie auch. Das also, bin ich, klar. Ich bin nicht integriert. Dann gibt's ja keinen Streit irgendwo mehr. Ein Stück dazugekommen. Dann assimilieren. Haben Sie das so gemeint? Würde ich genauso sehen. Das, was Sie meinen? Überhaupt nicht bestreiten. Ja, weil das Wort heißt anwachsen. Ich bin angewachsen. Genau. Also, so meinen Sie das? Naja, ich meine so, dass für das Gelingen der Integration, wenn wir jetzt über Bildung und Arbeitsmarkt und so weiter, also was wir strukturelle Integration nennen, ist die kulturelle Integration oder Assimilation ganz wichtig. Mhm. Also Leute, die die deutsche Sprache gut beherrschen, Leute, die Kontakte pflegen zu Deutschen und auch Leute, die Wertvorstellungen haben, die denen der deutschen Mehrheitsgesellschaft näher sind, integrieren sich viel leichter, werden auch viel leichter akzeptiert, finden eher eine Stelle, schaffen es besser im Bildungssystem. Das heißt, Assimilation ist ein Faktor, der Integration zugutekommt. Kann man natürlich nicht abzwingen. Das ist eine andere Sache. Würde ich gerne mal hören. Das Entscheidende ist, welche Wertvorstellung.
Wir haben noch eine andere Diskussion. Ich würde gerne Herrn Beck fragen, tatsächlich, ob man muss so aber sieht. Den Platz zum Anwachsen auch anbieten. Haben Sie gesagt? Sehen Sie das auch? Man muss den Platz zum Anwachsen anbieten und man muss klar machen, dass die Werte, die man hat, auch universelle Werte sind, die auch jemand akzeptieren kann, der aus einem Land, wo man eine andere Sprache spricht, wo man vielleicht auch eine andere Religion mehrheitlich hat als hier, akzeptieren kann, weil sie universell sind und andocken. Wir haben immer ein bisschen in Deutschland das Problem, dass wir zwischen den Werten, die allgemein sind, denen auch jeder zustimmen kann, wenn er ein guter Demokrat und ein Mensch mit Respekt sein will, changieren mit Dingen aus unserer traditionellen Geschichte, wo man eben sagen kann, dafür bringe ich Respekt auf, aber das ist halt nicht meine Geschichte, das hat man bei mir zu Hause nicht gemacht. Und so viel Offenheit brauchen wir auch als Gesellschaft, damit jemand einen Platz findet und nicht meint, er muss sich entweder verstellen oder er muss fremdeln. Ja. Also eine gewisse Offenheit an Zugehen auf neue Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, ist auch die Voraussetzung, dass Integration gelingen kann. Genauso wie von den Menschen, die dazukommen, dass sie sagen, ich muss die Sprache lernen, ich muss mich an die Regeln halten und ich muss den Menschen mit Respekt begeben, auch muss mich auch dran gewöhnen, dass vielleicht andere Sitten herrschen, ohne dass ich es mir zwingend zu eigen machen muss, aber ich muss sie zumindest tolerieren. So, es gibt aber, ich würde Sie gerne für die Schlussrunde zu einem Gedankenexperiment einladen, das von keinem Geringeren kommt als von unserem Bundesinnenminister, der sich mit einer Äußerung, die er ein bisschen missverstanden fand, in diese Debatte eingemischt hat. Insofern Herrn Beck wahrscheinlich eher recht gibt, der immer schon gesagt hat, wir müssen uns auch ein bisschen an das anpassen, was zu uns kommt. Hören Sie Lothar de Maizière. Jetzt kommt der muslimische Fall. Wahlkampfauftritt in Niedersachsen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière provoziert mit einer ungewöhnlichen Idee. Ich bin bereit, darüber zu reden, ob wir auch mal einen muslimischen Feiertag einführen. Kann man gerne vielleicht mal machen. Gibt auch Gegenden, da ist Allerheiligen, Feiertag anderswo nicht. Ja, wo viele Katholiken sind, gibt es Allerheiligen. Wo es wenig gibt, gibt es keine Allerheiligen. Wo es viele Moslems gibt, warum kann man nicht auch mal über einen muslimischen Feiertag nachdenken? Der Vorschlag polarisiert. CSU-Innenminister Joachim Herrmann widerspricht. Mit mir gibt es keinen muslimischen Feiertag. SPD-Chef Martin Schulz dagegen unterstützt die Idee. Über den Vorschlag solle man zumindest mal nachdenken. Der bekennende Katholik Thomas Gottschalk hat das getan. Sein Kommentar auf Twitter: Muslimischer Feiertag bei uns ist ein guter Einstieg. Demnächst Herz-Jesu-Freitag in Bagdad und dann Fronleichnamsprozession in Istanbul. So, also der Mann heißt natürlich Thomas de Maizière und nicht wie sein Cousin Lothar. Herr Bosbach, der der Zentralrat der Katholiken findet es auch einen guten Vorschlag. Sind Sie auch dabei? Ich bleibe trotzdem der katholischen Kirche treu, auch wenn das Zentralkomitee den Vorschlag gut findet. Ich nicht. Also Lothar de Maizière hat es ein bisschen relativiert. Er sagte, er hat es nicht gefordert, ausdrücklich nicht, aber er wollte zum Nachdenken anregen. Ich habe nachgedacht. Und Sie sind immer noch der Meinung? Ich habe gründlich nachgedacht, deswegen bin ich nicht dafür. Die kirchlichen Feiertage, die bei uns in Deutschland gesetzlich geschützt werden, sind Ausdruck unserer christlich-jüdischen kulturellen Tradition über viele, ja, jetzt über 2000 Jahre hinweg. Wir sind ein vom Christentum geprägtes Land. Wir haben nie dem islamischen Kulturkreis angehört. Wir haben keine jüdischen Feiertage. Ich würde lieber, auch nicht, genau richtig. Weil Sie gerade sagten, christlich-jüdisch geprägt. Das Christentum ist aus dem Judentum entstanden. Ich würde mal gerne eine andere Debatte führen, nämlich wann haben Christen in allen islamischen Ländern die gleiche Religionsfreiheit wie Muslime bei uns? Das wäre mal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann sind Sie auch dabei. Herr Koopmans, ist das eine gute Idee zur Integration? Das ist auch wieder ein Symbolthema, das für die Integration nicht helfen wird. Ich denke, das ist eine Frage von Akzeptanz. Also es gab heute eine Umfrage, die gezeigt hat, dass mehr als 70% der Menschen in Deutschland das für eine sehr schlechte Idee halten. Und sogar bei den Grünen finden nur 20% das eine gute Idee. Wir gehen reihum. Also wenn man Akzeptanz will für Zuwanderung, dann muss man so etwas nicht machen. Es löst kein einziges Integrationsproblem und es provoziert nur Probleme. Manchmal sind Symbole Ich finde es einen völlig überflüssigen Vorschlag, weil geregelt ist, was man regeln muss.
ist, nämlich dass Muslime, die am Ende von Ramadan, die Türken sagen das Zuckerfest oder das Opferfest feiern, können in der Schule am Arbeitsplatz freikriegen. Dafür brauchen wir keine gesetzliche Regelung. Kein islamischer Verband hat diese Forderung erhoben, die der Innenminister zum Nachdenken anregt. Aber was man machen kann, mache ich zum Beispiel als Abgeordneter, habe ich das immer gemacht, ich habe zu den hohen jüdischen, christlichen und muslimischen Feiertagen immer die entsprechenden Wünsche versandt. Also im Netz. Kurz, ja. Und damit kann man Respekt ausdrücken, dass man auch die Kulturen der anderen erkennt, wahrnimmt und wertschätzt. Es gibt ein Land, ein Arbeitsmarkt hier. Und unabhängig von der Religion haben wir den 1. Mai als Tag der Arbeit. Wir haben den 3. Oktober, dann feiern wir die deutsche Einheit. Ich finde, runtergebrochen neue Feiertage zu kreieren, ist völlig, völlig daneben. Und ich kann losgelöst von der Frage, ob muslimisch, jüdisch, christlicher Feiertag. Wir haben genug Feiertage hier. Diese Diskussion, ich weiß nicht, was Herrn de Maizière geritten hat. Er hatte, weiß Gott, Wichtigeres zu tun und sollte seiner Aufgabe nachkommen, hierfür das Gesetze Nachdenken zu sorgen. Ist ja ein offensichtlich sehr schnell gemachtes. Wir sind eigentlich schon über die Sendung. Gibt es einen Satz zu Thomas de Maizière? Der kann ja solche Vorschläge machen. Ich halte das auch für eine Symbolpolitik. Okay. Aber was ich gut fände, das, was der Volker eben gesagt hat, wenn das zum Beispiel in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür geben würde, wann Chanukka ist, wann Bayram ist, wann genauso wie wir wissen, und ich liebe Weihnachten, von Leichnam ist, wo wann Fronleichnam ist, oder Himmelfahrt Mensch, ja. oder Ostern, dass man diese Feiertage im öffentlichen Bewusstsein dass man das sagt. Das in den Nachrichten oder im Kulturjournal, jetzt ist ein jüdischer Feiertag. Das also ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Muss das Schlusswort sein. Vielen Dank. Feiertag brauche ich nicht. Okay. Ich danke Ihnen für den Stand der Koalitionsverhandlungen bisher her, der Expertise. Wir sind sehr gespannt, was aus diesem Einwanderungsgesetz wird. Wir wünschen Ihnen eine gute Zukunft und Ihnen und Ihrer Familie insbesondere. Ich hoffe, ein bisschen über die Attraktion reden kann. Gibt es? Aber an der Geschichte ein bisschen reden? Nee, wir sind jetzt gerade am Ende dieser Sendung. Herzlichen Dank aber fürs Kommen und vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte mit in diese Sendung gebracht haben. Das war's für heute. Wir sind wieder da im November. Jetzt hier die Kollegen des Nachtmagazins. Schönen Abend noch.